Hello, my dear Sim Racing friends, my name is Mehmet. I'm 41 years old, I live here in Germany. And behind our big passion is Sim Racing and Motorsports. I love the video editing and voila, there we are. You have to know one important thing about me. Unfortunately, my English is well pretty bad. But you have now the opportunity to enable in the options the English subtitles. I promise you, I do not disappoint you. Stick around and I show you why. Let's go, my friends. Ich grüße euch, meine Freunde, recht herzlich willkommen bei meinem Kanal Next Level Sim VR Racing. Wir sind auch schon mittendrin statt nur dabei, und zwar auf dem wunderschönen Track Laguna Seca in dem Bundesstaat Kalifornien in den Vereinigten Staaten gelegen. Eine der weltbekanntesten Strecken mit einer der spektakulärsten Kurven weltweit, der sogenannten Corkscrew. Aber darauf kommen wir gleich. Zuallererst genießen wir erstmal die wunderschöne Grafik hier. Alles ist auf Ultra-Settings gestellt und es sieht einfach fantastisch aus. Es fährt sich auch fantastisch hier. Der Track ist sehr akkurat umgesetzt worden. Ich habe mich mit einem Bekannten aus dem Forum aus den Vereinigten Staaten unterhalten, der des Öfteren auch unterwegs ist auf diesem Track. Und er sagt, ja, das passt soweit alles. Die Bodenwellen, die dort auf dem Track sind, sind auch tatsächlich im Real Life dort. Und auch sonst von den ganzen Objekten, das passt alles sehr gut, sagt er mir, bestätigt er mir. Und dies bestätigt auch wieder einmal nur mehr, wie sehr stark Studio 397 in der Disziplin Track Modding ist. Wir fahren hier gerade durch die Andretti Hairpin, eine Doppel-Apex, dem ehemaligen Formel 1 Weltmeister. Und wenn wir schon mal dabei sind, gehen wir direkt weiter etwas in die Historie dieses fantastischen Tracks. Wir befinden uns jetzt gerade zwischen Turn 6 und 7. Das ist die sogenannte Rahal Straight. Umbenannt wurde sie nach dem viermaligen Champ-Car-Rennsieger Bobby Rahal. Und da sind wir auch schon in der Corkscrew. Da habe ich mir ein paar schöne Zeilen rauskopiert, die ich euch mal vorlesen möchte. Wirklich beeindruckende Daten. Am Scheitelpunkt von Turn 8, der Linkskurve und dem Eingang zur Corkscrew, beträgt der Höhenunterschied 12%. Wenn ein Rennwagen den Scheitelpunkt von Kurve 8a, die Rechtskurve, erreicht, ist das Gefälle am größten. Es beträgt 18%. Insgesamt fällt die Strecke zwischen der Einfahrt in Kurve 8 und der Ausfahrt aus Kurve 8a um 59 Meter ab. Das entspricht einem Gefälle von 5,5 Stockwerken bei einer Streckenlänge von nur 450 Metern. Von der Kurve 8 bis zur Kurve 9 fällt die Höhe um 109 Meter, also etwas mehr als 10 Stockwerke. Das müsst ihr euch mal wegstecken, diese Daten. Und dann noch mit solchen Fahrzeugen wie den Indycars, Open Wheeler, die mit einem Leergewicht von 700 Kilogramm, einer PS-Zahl von 700 PS mit Push-to-Pass unterwegs sind, ohne Traktionskontrolle, ohne ABS, ohne Servolenkung. Und wir sprechen hier von der 2021er Spezifikation. Dieses Jahr, im Jahr 2022, sind sie sogar schon mit 900 PS unterwegs. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, was für G-Kräften die Fahrer dort ausgesetzt sind, ohne Servolenkung. Ohne ABS, ohne Traktionskontrolle. Ich bin absolut begeistert von der IndyCar Racing League. Das ist noch Motorsportkultur vom allerfeinsten. Tracks vom Geiste der 50er, 60er Jahre, die nahezu unverändert sind. Ohne viele technische Fahrhilfen. Keine elektronischen Schaufenster, wie es in der Formel 1 ist. Ohne diese ganze Show und das Tohuwabohu drumherum, was eigentlich kein Mensch, der wirklich was mit Motorsport zu tun hat, haben will. Sondern harten, kernigen Motorsport, wie er hier zelebriert wird. Wir sind hier gerade in der Rainy Curve, die T9 nach der Corkscrew. Auch hier, sie wurde zu Ehren des 500 Kubik Grand Prix Motorrad-Weltmeisters Wayne Rainey umbenannt, der in dem nahegelegenen Salinas in Kalifornien lebt. Nur mal so viel dazu, ein paar Eckdaten zu der Historie dieses wunderschönen Tracks. Er hat ein sehr schnelles, sehr flüssiges Layout, dieser Track, aber auch verdammt anspruchsvoll. Du bist hier wirklich gezwungen, jeden Apex richtig zu treffen, jeden Bremspunkt richtig zu treffen, sonst verlierst du ohne Ende Schwung. Und besonders mit diesen Fahrzeugen hier. Ich habe immer wieder zu kämpfen gehabt damit, keinen Flatspot zu bekommen. Ich habe mehrmals, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Rennen neu gestartet habe, aber ich habe es nicht einmal geschafft, eine Renndistanz von 15 Minuten ohne Flatspot auszukommen. Wenn die Bremsen einmal auf Temperatur sind, die beißen so knallhart zu, und wenn du einmal zu fest auf der Bremspedale bist, ist der Reifen sofort hinüber. Das werdet ihr auch zum Ende des Rennens feststellen. Ich hatte ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AI um Platz 3. Hätte ich mir diesen Flatspot nicht geholt, hätte ich vielleicht noch Platz 2 rausholen können.
bei einer KI von 95%. Das ist schon verdammt anspruchsvoll. Da muss ich sagen, hat der Alex Savchuk, einer von den Mitarbeitern von Studio 397, verdammt gute Arbeit mit der AIW-Datei geleistet. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, Alex. Tut mir leid. Fantastische Arbeit. Ich habe hier wirklich zu tun gehabt. Und auch ansonsten, schaut euch einfach mal diese wunderschöne Grafik an. Und ich möchte hier nochmal den Romain Grosjean vom Februar zitieren. Er hat in einem Artikel gesagt: Ich trainiere mit diesem Fahrzeug und abgesehen von den G-Kräften im Lenkrad und auch vom Sound, ist das vom Verhalten, vom Feeling her mein Fahrzeug. Der gute Marcel Offermanns, der war ja jetzt auch vor kurzem mit dem Rudi van Buren unterwegs in Zandvoort im Porsche Cup Car. Und er hat auch bestätigt, dass da verdammt viel Arbeit noch zu tun ist, um das wirklich so akkurat und real wie möglich umzusetzen. Der größte Schwerpunkt ist hier ganz klar bei den G-Kräften und aber auch beim Sound. Aber wie gesagt, davon abgesehen gibt es nichts Akkurateres, Realistischeres momentan auf dem offenen Markt, was das Fahrverhalten und die allgemeine Physik von den Fahrzeugen in dieser Simulationswelt hergibt. Das bedeutet das Reifenverhalten, der Chassisflex, der Tireflex. Dirty Air haben wir hier, wenn du zu nah an deinem Kontrahenten vor dir bist. Hört die Aerodynamik auf zu arbeiten und du kannst ganz schnell aus der Kurve abfliegen, untersteuern, übersteuern. Dazu noch musst du das richtige Fahrverhalten an den Tag legen. Das heißt, du darfst nicht in die Kurven reindriften, du darfst nicht in die Kurven reinsliden, sonst hast du den Reifen ganz schnell kaputt. Ich würde ehrlich gesagt gerne tiefer in die Materie gehen, leider fehlt mir das Wissen dazu. Ich selbst kann nur meine Begeisterung für den Motorsport wiedergeben und für das Simracing. Und wer hier bei R-Faktor 2 gelandet ist, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen, was das Simracing angeht. Denn hier ist tatsächlich Endstation, was den Realismus angeht. Danach gibt es nur noch R-Faktor Pro. Und apropos R-Faktor Pro, ich habe jetzt im Forum jemanden kennengelernt. Er ist selbst im Simulationsingenieur bei der Formel E, bei Mercedes. Ich hoffe, er wird sich mit mir demnächst nochmal in Kontakt setzen. Vielleicht kann ich ja mal ein kleines Quest zu einem Answer mit ihm aufbauen. Mal ein paar interessante Fragen stellen, was die Physik angeht, was das Setup angeht. Der Mann weiß, wovon er redet. Ja, und damit will ich euch ins Spiel bringen. Da ich halt nicht die nötige Expertise habe, um solche Dinge detaillierter erklären zu können, brauche ich euch. Das bedeutet, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich, liked meine Videos, verteilt sie, dass der Algorithmus mitbekommt, okay, der Junge macht gutes Material. Das wollen die Leute sehen. Und dann lasst uns zusammen diesen Kanal ausbauen, dass auch die großen Jungs im Simracing oder Ingenieure oder Profis Lust darauf haben, sich mit mir an einen Tisch zu setzen, mit mir zu unterhalten. Und wir können gemeinsam Fragen ausarbeiten im Forum oder immer in der Facebook-Gruppe, das ist mir völlig egal. Was euch interessiert, was mich interessiert, ich habe viele Fragen über das Setup. Ich habe viele Fragen über Fahrtechniken, denn ich hatte ohne Ende Schwierigkeiten, wie gesagt, mit dem Fahrzeug hier keinen Bremsplatten zu bekommen. Ich habe den Bremsdruck runtergestellt, wo es nur geht, die Bremsschächte komplett aufgemacht. Trotzdem ist die Bremse immer wieder extrem schnell heiß geworden. Das liegt wohl an meiner falschen Fahrtechnik. Ja, ich will es aber auch jetzt nicht über die Länge ziehen. Genießt noch ein wenig die wunderschöne Grafik hier von R-Faktor 2. Da soll nochmal jeder drüber nachdenken, der sagt, R-Faktor 2 hätte keine schöne Grafik mit der alten Engine. Nein, nein, das stimmt überhaupt nicht. Schaut euch mal die Bilder genau an. Dazu noch das exorbitant realistische Fahrverhalten, die verdammt guten Reifenphysics hier. Es gibt nichts Besseres auf dem Markt für diejenigen unter uns, die sich den Motorsport nicht leisten können oder nicht die Möglichkeit haben werden, solche Fahrzeuge zu erleben. Für die ist R-Faktor 2 da. Da gibt es einfach nichts Besseres. Da gibt es nur noch eine Steigerung. Das ist R-Faktor Pro. Aber diese Software ist einzig und allein für die professionellen Rennteams. Die entwickeln dort ihre Fahrzeuge, dass sie Profis dort trainieren können. Aber R-Faktor 2 ist eine Ableitung davon und unter Marcel Offermanns ist es das geworden, was wir hier heute sehen. Nochmal ein recht herzliches Dankeschön an dich, Marcel, für deine wundervolle, tolle Arbeit hier. Leider wirst du uns ja Ende Mai verlassen. Auf diesem Wege nochmal alles Gute für dich. Und ich würde sagen, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.